Hey und willkommen zu Dead Island in der Definitive Edition. Lasst uns gemeinsam die Welt in Blut ertränken und mit Köpfen um uns werfen. Dann viel Spaß und los! So, gucken wir mal. Wir haben hier, wir müssen ihn retten, Frank und den Wissenschaftlern im Labor helfen. Beides ist nicht so einfach. Lass mich raten, beides führt mich hier lang. Nee, da wird mir gar nicht angezeigt. Wo? Ach so, ich soll allgemein den Leuten hier drin helfen, stimmt. Hirn einschalten. Also muss ich Frank retten. Ey Bob, wenn ich da drinnen drauf gehe. Boah, du weißt gar nicht, wie ich dich zerhacke. Kannst ja mal draußen vor die Tür gucken, was da so rumliegt. So siehst du dann auch aus. Ja, danke, ich höre schon den ersten. Gut. Der ist tot und die muss ich auch noch töten. Aber die sind hinter einer Scheibe. Oh. Das war keine Scheibe. Das sah nur so aus. Was stellt denn das da? That's it. Yes, you did it. Ja, ja. Okay, das ist schräg. Jetzt gucke ich mich aber erstmal um. Was das für eine Absperrung ist, verstehe ich halt nicht. Das war ein bisschen komisch. Den kippen wir uns mal rein. So. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Oh, gut, gut Geld im Tresor. Ein Fakt. Sammlerstücke. Oh, was haben wir hier? Achso, das war das Band. Ja. Kriege ich denn das deaktiviert? Muss ich das... Ja, wie auch immer. So, wir haben noch einen Fakt bekommen. 36. Die Maori sind die eingeborenen Einwohner Neuseelands. Sie sind bekannt für ihre Gesichts- und Körperverzierung, die Tamoko genannt werden. Mhm. Ja. So. So, 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 so. Hier habe ich alles. Hier haben wir noch Mülleimer. What do we have here? Ja, ja. Hier würde ich jetzt gerne noch reinschauen. Okay, sieht erstmal safe aus. Grundlegend. Und ein Safe. Doch, den kann ich öffnen. Gut. Gut. Okay. Zitronensaft. Okay, so viel gibt's hier nicht. Oh. Oh. Hier wird ganz klar an den Zombies rumexperimentiert.
Mindestens einer ist ausgebrochen, oder ist das der, der da auf dem Tisch liegt? Ich will mal kurz gucken. Okay. Die greifen mich auch nicht an und nichts. Das ist mir trotzdem nicht geheuer. Wir machen die Tür mal zu. Oh. Ich kann ja gar nicht aufmachen. Und das ist so eine Scheiße. Ich will da rein. Der wurde gebissen. Der hält sich einen Arm. Der wurde doch gebissen. Dich zerhacke ich gleich. Dem geht's nicht gut. You made it. Frank found a way to turn oleander sap into a poison that can shut down the central nervous systems of the infected, at least temporarily. Aha. Na, Wegfindung? Frank, stay where you are. Just hold on. Hey, don't come in. I may be infected. As soon as I can, I'll be testing my blood. Okay. Das machen wir aber wieder zu. Wie du gerannt bist, war sehr interessant. Ist mir lieber. So, dann reden wir mal mit Onkel Doktor. I've examined your blood. It's a bit of a mystery. You all have the same blood type, O negative, but that might just be a coincidence. For some reason, the virus doesn't react to your T cells the way it does to others. It doesn't mutate, it doesn't duplicate, it just dies. The only possible way to make someone else immune would be a complete blood transfusion. Not a practical solution, as it would likely result in your death. Good. Now, this is what I do know. It appears to be a strange mutation of a degenerative neurological disease endemic to this region, Kuru. It's a prion disease, like mad cow, only it affects humans, and was first discovered among the indigenous tribes that practiced cannibalism. The infected natives were brought in by their kinfolk, but the kinfolk weren't sick. The question is, why? What's the connection between you and them? Does their blood possess antibodies yours doesn't? The answer could save thousands of lives. I heard they left their village and set up camp somewhere nearby. I'm sure they're not far. I need you to find them and convince them to allow you to take some blood samples. Can you do this? Wow, okay, Mann des Glaubens, suche das Eingeborenenlager in der Nähe des Labors, um Blutproben zu nehmen. Schwierigkeit 4, Totenköpfe. Ich nehm's natürlich an. I'm in. I want to take blood samples, but they won't allow it. For you see, blood is sacred to them. I tried to explain, but I'm afraid I offended them. Mhm. Kapitel 13, Blutspuren. Ja, wow. Bin jetzt schon äußerst begeistert. Achso, hier ging es nicht lang. Sag mir das doch einer. So. Na du? Na, da drinnen gab es nichts. Wie schnell der Kram auch respawnt. Komm, ich bin looten gar nicht hinterher. Ich kann aber auch nicht so einfach vorbeilaufen. Das macht mein... Mein Lootfinger kommt darauf nicht klar. Boah, ist das schlimm. Ja, lass mich mal durch. Ich muss mal kurz hier... 24.000. Ich brauche was, um das Geld auszugeben.
Ich habe auch nur die Hauptquest. Okay, suche das Eingeborenenlager in der Nähe des Labors. Was ist denn bei euch in der Nähe des Labors? Okay, ich würde aber das Auto nehmen. Werkbank zum Dschungel, Schnellreise, Auto. Es ist doch beim Boot. Ist meine gute Freundin nicht beim Boot? Müsste ich nicht per Schnellreise Anything will help. Zu ihr hinkommen? Dschungeltunnel, nee, Leuchtturm Resort, Mosby Kirche, Lagerhaus, Dorf am Fluss, Dschungelantenne, Wasserfallbunker, Labor, Movens Boot. Das müsste es sein. Ja. Hey, Jin. Zum Lager hinzufügen. Sehr lieb von dir. Das war's auch schon. Jetzt möchte ich gerne wieder... Nee, das ist das. Hier ist die Schnellreise, ne? Warum hier die Schnellreise ist? Hier ist doch das Ding. Ach so, das ist gar keine Schnellreise. Wo ist denn hier die Schnellreise? Da geradezu. Ah. So, wieder ins Labor. Okay. Ich schnapp mir das Auto. Passt aber auch noch gerade so durch. Uiuiuiui. Au. Die already. So. Wo bin ich jetzt? Oh, ich muss bis dahinter? Bitte was? Aber ich könnte ja trotzdem erstmal looten. Wenn ich halt schon mal hier bin. Oh, das wollte ich nicht. Wo ist denn der Dicke hin verschwunden? Habe ich den komplett zermatscht? Scheint zumindest so. Okay, hier ist einfach mal nichts. Was zu essen wäre ganz cool. Thank you.
Hier, seht! Naja, es gibt halt nicht so viel zu looten. Na, jetzt nimm das Geld. Komm ich hier rein? Nö. Totentanz. Okay. Spontan-Quest. Ah ja. Verstehe. Sind wohl auch ein paar. Okay, hier oben ist einfach nix. Kann ich hier einfach so runterspringen? Ich nehme mal lieber die Leiter. Komme ich hier rein? Auch nicht. Und das? Ziegelstein. Oh. Ja, toll. Aha. Komme ich von oben da rein? Vielleicht, möglicherweise, ist da ein Loch? In der Tat. Da wartet auch jemand. Okay. Okay. Wie war denn das mit der Taschenlampe? Ah, nach unten. Okay. So viel scheint es hier jetzt auch nicht zu geben. Und ja, ich kann mir nochmal einen Snack reinpressen. Oh, wie fett ich hier aus dem Spiel gehen werde. Oh, ist das. Oh, hier. Ausweis. Ausweis Nummer 80. Hast mich schon ein bisschen überrascht. Du warst doch sehr still. Das ist frech. Finde ich nicht in Ordnung. Aha. Ich nehme es halt mal mit. Na, jetzt nimm das Portemonnaie. Okay. Hält sich alles in Grenzen. Baseballschläger. Ich nehme halt erstmal mit. Hier habe ich schon frech durch die Tür geklaut. So. So, und euch hätte ich gerne in einer toten Version. Gut. Zwei von vier. Rede mit dem Wissenschaftler. Ja, gleich. Oh.
Ich möchte erst hier noch sauber machen. Nee, das war nicht so geplant. Das Tor darf gern zubleiben. Mhm. Da ist auf jeden Fall jemand drin. Okay, ich kann nur hinten durchbrechen. Kann ich auch von oben? Nö. Dann breche ich mal durch die Tür und erfreue mich den radikalen Auswüchsen zombifizierter Wahnigkeit. Oh, das war doch eigentlich drin. Now it's done. Okay. Hier ist noch einer. Und auch noch so einer. Na komm schon. Okay, sieht gut aus. Die halten mittlerweile gar nicht mehr so viel aus. Ah, hier gibt's aber auch nicht so viel. Fühlt sich ein bisschen wie eine Kopie von der anderen Hütte an. Da ist ein Bein gelandet. Ausweis 81. Das ist wirklich eine Kopie von der anderen Hütte. Let's take a look. Aha. Wie man hier schön diesen Ventilator hört, aber er sich nicht dreht. Genau wie den. Okay. Sprechen wir mal mit dem netten Wissenschaftler da drüben. Na, wie geht's dir so? Kann ich jetzt eigentlich... Nee, es hat doch Klick gemacht. Hi, Sebastian. Thank God you made it in time. Sehr gerne. Remember me? Du hast noch mehr. Several hours ago, my good friend broke off all contact on the CB radio. Uh-huh. I hope it's just his equipment that's in trouble and not him. Kein Lebenszeichen. Untersuche den Grund für den Abbruch des Kontakts zu seinem Freund des zu dem Freund des Wissenschaftlers. Let's ja klar. Do it. Can you check and see if he's safe and sound? Ja, in den meisten Fällen. In meisten Fällen ist das nicht so. Da geht's wieder zurück. Ach, zu den Hütten da unten. Okay. Ja, bevor ich hier weitergehe. Ach du Scheiße. Wo kommen denn die plötzlich her? Sind die respawned oder so? Nur für den Fall, dass das Radio die anlockt.
Ich mag's nicht, wenn die so laut schreien. Ist jetzt eine blöde Situation, muss ich mal so sagen. Okay, die anderen sollten eigentlich nicht stören. Ich verballer übel meine Heilung. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe. Klingt alles nicht so gesund. Hey. Schlag zu, Mädchen! Gut. Alter, wie viele sind hier bitte? Na komm. Okay, habe ich Medkits für gekriegt? Kann ich mit leben. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Es sind immer noch die draußen, die da rumschreien. Oh. Jetzt nicht mehr. Ja, Tod seines Freundes, Wenn ich aber schon mal hier bin, gucke ich mich natürlich um. Ah, nett. Gut. Ausweis 78. Ob ich mit euch Vieren kämpfen will? Ich glaube eher nicht. Ob ich da drüben in die Hütte kann? Wenn ja, dann sollte ich vielleicht doch. Okay, es kommen erstmal nur zwei. Oder auch nicht. Die schaffen es da nicht hoch. Na also, wenigstens einer.